Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Super Mario 64, dem Spiel mit der nervigsten Kamera ever. Aber gut, das ist ja kein Geheimnis mehr. Ja, kommt man da eigentlich hoch? Ne, ich glaube mal nicht. Ja, in diesem Part werden wir nun einen kleinen Bug sehen, okay. Nein, wir werden heute die 5 Itty-Bitty-Rätsel lösen. Ja, ein sehr toller Name. Kamera, spaste hier mal nicht herum. Vielen Dank. Vielen Dank für die Blumen. Nein, 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 nein. Ja, nicht herunterfallen, Mario. Einfach sicher hier hoch. Denn ja, für die Itty-Bitty-Rätsel-Dinger hier müssen wir im großen Zustand, also als großer Mario, hier herumlaufen und die ganzen Rätsel hier lösen. Was? Okay, ja, die ganzen kleinen Goombas hier. Schon ein kleines Problem sein kann, einfach. Ja, man ist eben groß. Man ist beschränkt, die Welt ist klein. Und man ist eben deutlich eingeschränkter. Allerdings ist das Ganze kein Problem. Nein! Wow. Goomba! Ja, wenn man weiß, wo die sind. Zum Glück habe ich nachgegoogelt. Weil, ganz ehrlich, das hätte ich so jetzt nicht mehr unbedingt gewusst. Nein! Du scheiß Feuerkugel! So, allerdings müssen wir jetzt eben wieder zum Anfang der Welt. Was jetzt eigentlich kein Problem darstellen sollte. Wenn man hier ein wenig gescheiter rumspringt. Nein, 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 nein! Böse Feuerkugel! Okay, das war jetzt random, Mario. Aber gut, da drüben ist der Stern. Hier kommen wir einfach drüber und ja, wenn man da hingeht, wo diese Münze ist, das ist ein Teleporter. Weil irgendwie muss man ja wieder zurückkommen. Und ja, mit diesem Teleporter käme man dahin zurück, wo wir gerade eben gewesen sind. Eben bei dieser Röhre. Und ja, damit wäre diese Welt hier schon mal, dieser Stern schon mal geholt. Und nun geht es dazu, die 100 gelben Münzen sowie die 8 roten Münzen zu holen. Und ja, das macht man am besten als kleiner Mario. Und da können wir uns hier schon mal die ganzen Münzen von diesen Piranha-Pflanzen holen. Sind ja auch immerhin ein paar. Na, das war schlecht. Mann. Ha, gekillt. Bitch. Okay, das war jetzt ein random Jump. Das war gar nicht so gewollt, aber egal. Na, da sind die. Ja, ich weiß eben nicht mal so. Oh, gut, okay. Das liegt einfach daran, dass man hier nicht wirklich springen kann. Also gut, man springt hier schon, aber nein! Okay, die zwei Münzen. Ja gut, jetzt haben wir diesen Stern hier nochmal getriggert. Ist in Ordnung, so jetzt bitte nicht von diesem Fisch hier schnabulieren lassen. Weil, wie gesagt, der kann einen instant killen. Ja, und wir holen uns jetzt noch diese Münzen, hoffentlich die 5. Also die blauen Münzen. Da müssen wir einfach eine Stampfattacke auf diesen riesen Goombas machen. Und schon haben wir 15 weitere fluffige Münzen, die man doch gerne mitnimmt. 28 jetzt an der Zahl mit den 8. Wow. Mit den 8 roten. Na, ob ich hier jetzt unbedingt hin wollte, ich weiß es nicht. Ha, gekillt. Der gibt auch nochmal gut Münzen, das freut einen doch.
Und diesen Koopa sollten wir ja auf jeden Fall mitnehmen. Ja gut, Koopa ist jetzt ein bisschen schneller als wir. Ach Mann. Ey! Koopa! Komm her! Und du... Nein, Mann, die führen einfach. Ja, hier ist noch so ein Fisch. Da solltet ihr, wie gesagt, vorsichtig sein. Nein, 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 du kriegst nicht deinen Panzer. Den will ich und dich will ich nämlich auch. Zumindest deine Münze und diese Münzen hätte ich auch gerne. So, okay. Hier oben hätten wir noch eine. Mit einem Leben, kann man mal machen. So, und jetzt bitte irgendwie genau. Nein! Mist! Nein, 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 nein. Schön darunter und die Münzen wenigstens mitnehmen. Das wäre mir schon ganz recht. Und jetzt bitte hier hoch. Okay. Hier war nur ein Leben drin. Na gut. Nimm ich mit. Irgendwie hört man hier als irgendwas herunterfallen, oder? Ich weiß es nicht. So, deine Münzen will ich haben. Goomba, du komm bitte mal hierher, weil so kriege ich deine Münze nicht. Zumindest nur schwierig. Okay, doch noch gekriegt. Das ist gut. Denn auch die können wir sehr gut gebrauchen. Und diese Böenbrücke hier ist wirklich gefährlich. Da solltet ihr vorsichtig sein, wie man ja unschwer erkennen kann. Bitte nicht von diesen komischen Kanonenkugeln hier erwischen lassen. Die Münzen nehme ich auch noch mit. Und ja, um das Ganze hier mal ein bisschen erträglicher zu machen, wollte ich einfach mal über ein anderes Thema reden. Und zwar habe ich ja im letzten Part schon so ein bisschen darüber erzählt. Zumindest war das im letzten oder vorletzten Part, das weiß ich gar nicht mehr. Eben mit, ja, Beruf, Let's Playen, halt YouTube, dass das Ganze nicht ganz so einfach ist, beides gleichzeitig zu machen. Es macht zwar schon echt Spaß, muss ich sagen. Nein! Werf mich bitte. Okay, da geht es. Hier geht es in der Tat, weil hier ist es noch nicht so gefährlich, dass ich runterfalle. Ja, es ist schon eine spaßige Angelegenheit, gerade wenn man gutes Feedback hat. Weil das ist ja auch so eine Sache, man will natürlich Feedback haben. Man macht die Videos ja nicht umsonst, wow. Dieser Schack hier ist böse. Und du bleibst mal bitte da oben und schnappst dir zumindest ein paar Münzen, okay. So, und ich würde sagen, die hier nehmen wir noch mit. Safen das hier mal noch kurz und springen dann mal hier herunter. Na, schade. Ich habe gehofft, ich komme hier noch hoch ohne... Sag mal, irgendwas fällt hier doch alles ins Wasser. Ist das dieser Fisch hier oder was? Ich weiß es in der Tat nicht. So, du sollst da hinein. Und mit dieser Kanone schießen wir uns, ja, zu diesem Baum da oben. Warum? Weil Baum? Ja, diesen Spruch musste ich irgendwann mal bringen. Der heilige Weilbaum. Ja, die Universalantwort auf alles. Ja, wenn ihr das noch nicht wusstet, Weilbaum ist die Universalantwort für alles. Steht sogar auf weilbaum.de. Oder so ähnlich. Es gibt wirklich eine Seite, die Weilbaum heißt. Nein! Ist natürlich nur eine Fanseite oder sowas, also eine Spaß... Mann! Seite. Also das Balancieren hier in Mario 64 ist echt nichts, was mir liegt. Auf so schmalen Wegen habe ich echt so meine Probleme. Das ist nicht gut.
So, und nun sind wir da, wo der liebe Wickler war. Und jetzt haben wir auch schon den 100 gelbe Münzenstern. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Den nimmt man doch... Wow. Nein. Den nimmt man doch gerne an. Und hier hat man wieder diese Musik, diese mystische Musik, die auch in der giftgrünen Grotte, wie heißt die nochmal? Gute Frage. Ich weiß es wirklich nicht mehr. So, ich glaube, hier sollte ein Doppeljump ausreichen, wenn die Kamera mal darüber gehen würde. Okay, ja gut, hier hätten wir sogar noch, ja gut, zumindest 10 Münzen in Form von dem blauen. Also ihr seht, man kann hier eigentlich relativ gut die 100 gelben Münzen einsammeln. Ja, zum Thema, worüber ich ja eigentlich reden wollte, YouTube als Hobby neben dem Beruf, neben der Schule oder so ähnlich. Es ist schon eine Sache, die macht Spaß, aber man braucht schon viel Zeit dafür. Und ja, damit hätten wir Gulliver Gumba abgeschlossen. Und ihr wisst, was das heißt. Zurück nach Fliegenpilz-Fiasko. Denn auch hier fehlen uns ja noch die 100 gelben Münzen. Aber auch das sollte eigentlich nicht mal so das Problem sein. Weil, ja, wir haben jetzt hier ein Leben und mit diesem Leben haben wir 15 Leben an der Zahl. Was hat das jetzt mit den 100 gelben Münzen zu tun? Das frage ich mich selber. Einfach mal Gummas zerstampfen und ja, damit die Frage beantworten. Ja, Let's Playen, beziehungsweise allgemein YouTube nebenbei machen. Es ist eine spaßige Angelegenheit, das schon. Aber ja, YouTube ist eben eine Sache, die kostet sehr viel Zeit. Und wenn ihr diese Zeit nicht habt, wegen eben Schule, Beruf oder whatever, dann... Ja, habt ihr ein Problem, weil ihr wollt dann vielleicht YouTube machen, wollt auch gerne viele Videos am Tag bringen, würde ich auch gerne, aber ja, manchmal habe ich einfach keine Lust oder keine Zeit, weil ich meine, dann kommt man gestresst von der Arbeit wieder und ist einfach nur noch erschöpft, hat eigentlich kein... Gut, dass ich ein Safe-Stack gesetzt habe. Hat eigentlich keinen Bock mehr auf irgendwas. Und denkt sich dann so, ja, eigentlich müsste ich ja. Eigentlich müsste ich mal ein bisschen mehr Skill haben. Ja, das auch. Ja, dann denkt man, Mario, nicht weiterlaufen. Nein! Oh, Junge, was machst du da eigentlich? Wieso läuft der immer weiter? Du sollst einfach nur stehen bleiben. Das ist echt eine gefährliche Stelle mit diesen Red Coins. Die sind zwar ziemlich simpel dort gesetzt. Ich meine, einfach nur auf ein paar Fliegenpilzen. Boah, das mit der Perspektive ist aber auch gerade echt nervig. Ich weiß einfach nie, ob's okay ausreicht. Das ist eben das Problem. Wir sollten nicht zu viele Münzen einsammeln. Deshalb würde ich sagen, ja, gehen wir nochmal zurück. Also, gehen wir erst einmal. Okay, dich will ich jetzt. Nein, 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 nein. Okay, cool. Wir haben die Münze eingesammelt von diesem Bob-Omb. Du sollst dir den Jungen schnappen. Und nicht als vorbeispringen, Mario.
Das wäre mir schon ganz recht. So, haben wir hier... Okay. Ja, und wenn man dann eben YouTube macht und... Man muss bedenken, es ist wirklich eine Sache, die frisst Zeit. Sehr viel Zeit sogar. Boah, Shy Guy, geh weg. Vor allem, hier unten haben wir noch den... Okay, das sah jetzt wieder strange aus. Hier unten haben wir nämlich noch den guten Buddy. Wenn ich euch das mal zeigen könnte, genau. Buddy! Hi, ich öffne die Kanone und die ist extrem scheiße gesetzt. Okay, und ich merke, das hier wird ein Part, wo wir kaum Münzen einsammeln werden. Nein, 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 nein. Ach man, jetzt sind wir wieder ganz unten. Und die Kamera, Mario, wo schwimmst du eigentlich lang? Warum ist das hier so versetzt? Du sollst, wenn ich nach links bewege, auch nach links selber dich bewegen. Also wenn ich den Joystick nach links bewege, soll er auch nach links gehen. Das war gerade irgendwie spiegelverkehrt. Aber gut, wenn Mario meint, er müsste so hier entlang laufen, dann soll er es halt. Will ich einfach mal nichts gegen sagen. Und ja, jetzt hoffen wir einfach mal, keine unsichtbaren Wände bitte. Dass wir hier sicher rüberkommen, okay, das war schon mal ganz gut. Und ja, ich will eben nicht zu viele Münzen jetzt einsammeln. Weil wir sonst ein Problem haben auf der Rutsche. Denn dort müssen wir jetzt eben... Au. Dort müssen wir jetzt eben hin. Auf die Rutsche. Denn ansonsten haben wir ein Problem, was... Boah! Die, 100 gelben Münzen angeht. Willst du mich verarschen? Na gut, okay, das... Oh. Moment! Man hätte sich das Ganze hier ersparen können. Sehe ich das hier richtig? Offenbar ja schon. Ach man. So, okay. Ab geht's in die Rutsche, denn hier gibt es, glaube ich, 68 Münzen. Wenn man denn alle einsammelt. Und das wollen wir jetzt einfach mal versuchen. Deshalb lenke ich jetzt auch gar nicht wirklich. Also nach vorne. Ich gebe jetzt kein Gas. Und diese blauen Münzen hier sind eben am wichtigsten. Und natürlich diese ganzen Münzreihen. Die sind natürlich auch nicht unwichtig. Weil es sind eben auch schon mal ein paar. Und jetzt haben wir 86. Gibt es hier, wie viele Münzen werden wir hier noch finden? Naja, wenn wir so an die 90, ja, paar 90. Wow, okay. Oh, das war gar knapp. Aber wir haben 99 Münzen. Ernsthaft? Okay, wir hatten 99 Münzen. Das war jetzt ein wenig suboptimal gelaufen. Aber na gut, jetzt habe ich 97 Münzen. Die restlichen drei sollten wir eigentlich mit den roten Münzen bekommen. Die hier ja noch übrig sind. Und ja gut, dann werden wir heute eben mal einen etwas weniger erfolgreichen Part hier haben, denn ja, so langsam ist der Part auch schon vorbei. Ich habe mein Thema jetzt mal wieder nicht so wirklich erzählen können. Ja, einfach nur nochmal zum Abschluss von diesem Thema. Wenn ihr selber meint, ihr wollt mal YouTube machen, Mario, bleib doch mal da oben. Sei mal so nett. Ja, so geht's doch.
So, jetzt muss ich mal hoffen, dass ich diesen Stern, okay, bekomme. Supi. Ja, und nun können wir eigentlich die Welt verlassen. Wir gehen jetzt aber noch gemeinsam hoch. Wir gehen auch jetzt ins oberste Stockwerk. Würde ich sagen, okay, dann eben regulär mit der Wendeltreppe, warum auch nicht. Zum Abschluss noch von diesem Thema, ihr solltet wirklich nicht vergessen, YouTube frisst Zeit. Sehr viel Zeit. Und es ist schon eine spaßige Angelegenheit, klar, aber wie gesagt, wenn ihr nicht die Zeit dafür habt, dann wird es schwierig, YouTube zu machen. Ihr selber habt jetzt nicht unbedingt so viel Zeit. Wie gesagt, ich komme immer um, ja, Viertel nach vier, Viertel nach fünf heim. Und wenn man dann, okay, das sieht gar cool aus, mit den ganzen Rückwärtssaltos. Und wenn man dann eben nicht die Zeit mehr hat, wirklich was zu machen, dann ist das Ganze wirklich schwierig, vor allem wenn man eben viele Videos machen will. Ich würde selber gerne viel mehr machen. Und ich werde jetzt wahrscheinlich gleich noch ein weiteres Video aufnehmen, einfach, ja, um ein bisschen Puffer zu haben. Und in diese Uhr hier werden wir im nächsten Part nebenbei reinspringen. Yay, ich freue mich schon. Naja, vielleicht werde ich da im nächsten Part noch mal ein bisschen weiter darüber reden. Kann ja nicht schaden. Und ja, dann, ja, deshalb würde ich sagen, das war's mit Super Mario 64 für heute. Falls der Part euch gefallen hat, lasst doch gerne ein wenig Feedback da. Am liebsten positiv natürlich. Und ja, seid dabei, wenn wir hier in die Fail-Uhr gehen. Das wird noch eine schöne Sache. Das erste Mal, glaube ich, dass ich, ja, das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit, dass ich diese Welt betrete. Mal sehen, wie es wird. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Leute.